Ich weiß gar nicht, ob nicht Kathleen noch meinen Umhang hat. Ich glaube, Kathleen hat noch den Umhang. Weil die ist so. Diese Kathleen war bei irgendeiner Hochzeit, wo sie, wo man als Herr der Ringe-Kostüm kommen sollte und da hat sie sich meinen Umhang für geliehen. Ich glaube, sie hat mir seitdem nicht wieder zurückgegeben. Schrecklich. Fucking Good schrecklich. Luck. Wir danken dir, Dasianhuhn, vielen Dank für den vierten. Danke auch an Wild Ice Phoenix. Danke dir, Bro. Alrighty, wir wollen eigentlich auf Level 3 Fury haben und aggressiv traden oder auf Level 2 halt, je nachdem wie er spielt. Jung kann im Early Game gewinnen, of course, gegen Renekton. Denn ich habe keine Spell wie er, mit Little Tempo Shit, mit Q, ist halt viel stärker. Wir brauchen Fury, wir brauchen Level, wir brauchen Punkte und ab dann kommt er wie ein Hard. Der einzige Weg, wie ein Jung gegen Renekton wirklich gewinnen kann, ist wenn er Exhaust spielt. Sonst ist das Matchup eigentlich honestly keiner Freeman für Renekton. Er spielt keinen Exhaust, also passen wir ein bisschen auf rund um. Early Game, Spam Q mit Little Tempo und that's it. Ich wollte noch einen Outtrack durchkriegen, aber der gar nicht so gut gewesen, vielleicht sogar. Ja, genau so. It's the only way to lose. Ist halt Level 1, Level 2. So sehr auf die Schnelle zu kriegen, bevor wir Stacks haben. Collapse the Wave jetzt relativ früh. Wir sind happy, wir sind fein. Alles okay. Botlane ist popping auch forward. Scheint sogar, sonst würde er vielleicht sogar basen hier. What? Wenn Kevin ihn misst, macht mich unglücklich natürlich. Jetzt auch alle Fury benutzt. That's not the way. Ja, yeah, it's safe geworden, Belvev. Don't even think about ganking. Das wird niemals klappen. Geil, ist das im Buffet kriegen? Das ist huge. Genau, ab jetzt ist das Matchup eigentlich gewonnen. Aber jetzt gewinne ich alle Trades. Ab jetzt kann ich ihn slappen mit Fury, mit Spells. Maybe too much, aber ich glaube, es ist okay. Nice. Wenn noch gehabt, da flasht immer härter. Ist die Wave von am Turm? Gut aus. Machen 3 Punkte Q und du WMX, ne? Dass ich die Wave noch bekomme, das ist eigentlich keiner Sack. Die Wave noch rausgepusht bekommen hat. Mit seinem Schild meine Combo dann am Ende tankt. Not bad von ihm. Also wird am Ende wahrscheinlich nur ein einziger Minion verlieren, nur den einen Melee. Und das war's. Not bad. Not bad at all. Aber flat.
Flash for Flash und versucht ihn halt zu töten. Er hat sogar noch den Cannon verloren. Okay, nevermind, der verliert um einiges mehr. Ist immer so, manchmal unterschätze ich das auch, ne? Zu sterben ist halt instant zu Land zurückkommen, wegen Homeguard, aber vor allem deswegen, weil du einfach alles an Leben zurück im Base bekommst. Sonst musst du halt so lange warten, nachdem du B gerückt hast, bis dein HP aufgefüllt ist und es dauert so lange. Das ist crazy. Ja, jetzt immer optimal erstmal seinen Bogenpending kriegen und danach halt den Fight nehmen, ne? Oh. Ja, der Stand auf den Vasallen war nicht, was wir wollten, lol. Vision verloren und Klick angehabt. Not the way. That is really not the way to do it. Nice. Ist an dem Punkt aber auch relativ unskilled. Was er dabei gedacht hat, keine Ahnung. 100 Fury Stack Renekton so anzugreifen, das ist natürlich einfach nur ein Suizidkommando. Aber auch schön seine Wege sidestepped, I guess. Also ich hab den einen Spell outspaced, den ich outspacen musste und danach ist halt einfach nur noch töten, right? Teko Teko, lieber Theo, das war zu aggressiv, mein Freund. Wenn du den Stream vielleicht nachher guckst, der war zu aggressiv. Teko Teko. Ja, I mean, man sieht auch, also ne, ich bin halt mit dem Champion sehr viel geclimbt, hab ihn sehr viel gespielt, weil er auch fucking OP ist in Solo-Queue. Und generell, Renekton ist einfach einer der stärksten Top-Laner of all time, klar. Aber es ist halt langweilig zu spielen, deswegen haben wir aufgehört, ihn zu zocken, zum Großteil. Ist das erste Game seit Monaten. Aber wenn jemand Yone so pickt, dann manchmal muss man einfach... Muss man einfach, ne? Wollen wir mal langsam Herald spielen? Wir haben fucking Bellwef, bruv. Und die haben Ziggs, bruv. Junge, hört auf mich zu chasen, ihr Drecksversein. Beide Seiten würden Herald lieben. Teko Teko's Bot, das ist Herald einfach free jetzt. Annie... Hat jemand von euch Rettung schon mal gemacht? Denn wir gingen gerade tauchen. And there is nothing he can do about it. Ich brauche nicht mal Hilfe. Er hat keinen Flash. Ich habe 100 Fury. Mach einfach Herald. Oder kann ihn vielleicht rausgeholt. Why died? Aber mehr gehört habe ich wahrlich nicht gebraucht. Hätte auch niemand anders in Herald Dustin dürfen. Ein fettes Fuck. Ja, diese Punkte in W sind auch immer OP. Leute rechnen nicht damit und generell war der stärkste Renekton-Spell. Point-Click Stun mit so viel Schaden ist halt huge.
Leider zu viel Fury gehabt, als ich gedouble E'd bin, deswegen hatte ich Double E in die Luft, basically. Powered E in die Luft. Und dann habe ich halt keinen Powered Spell gerade. Und zurück die Bienen. Top ein Bulli. Ich glaube, Bot nicht actually huge gewesen wäre, honestly. Zu dem Bot da. Oh ne, ich hätte Bot defeen sollen. Ich hätte da alle getiltet. Mit Flash, das war bad von mir. Ja, hätte Bot TPen sein. Der Gotekko wird den Herald jetzt auch clearen, right? Der ist schon da. Okay, das ist ein riesiger Bomber. Fucking Blaus. Oh, das ist ja das Mist, das ist so huge für uns. Jetzt kann Blaus sogar vielleicht gewinnen, noch. Faker. Machen wir Leute loben, da freuen die sich und spielen besser. Legit Teammates loben, es ist so broken. Der ganze Spirit der Lobby geht nach oben. Der Typ fühlt sich halt, als wäre er Faker, was er, also er hatte gut gespielt, aber er ist trotzdem nicht Faker, of course. Und das, I mean, you know, das ist einfach immer broken. Leute loben ist actually OP. Ist Secret LP Hack. Na, er pusht. What the fuck is Y doing, wenn wir seinen Tempel gespielt haben? So krass, wie viel Distanz wir haben, ne? Mit WMAX, wir haben einfach so viel Distanz, es lohnt sich. Es lohnt sich. So we put our hands up like the ceiling can't hold us. Oh ja, hallo Illuvius, grüß dich, Mann. Schön, dass du das erste Mal hier dabei bist. Ich hoffe, du genießt deinen Aufenthalt im Stream. Ich habe keinen Bombenpanel bekommen, leider. Das ist ein Schild. So much people say. Nothing will stop me. Ja, wir sind knapp 60 CS vorne, wir sind happy. Strix Gage, Gargoyles? Drei Lebensitem into Gargoyles. Ich meine, eigentlich finde ich drei Lebensitem ein bisschen Overkill als Renekton. Du hast so viel Leben for free durch die Ult. Wir kriegen ja 550 Bonusleben auf Level 16. Bis wir drei Items haben, oder zumindest bis wir Gargoyles haben, wenn wir drei Items geben mit Leben, sind wir auf jeden Fall Level 16.
Wir brauchen noch Mercs, probably, ne? Die machen echt viel Magic Damage. Ich bin schon sehr OP. Vielleicht denken jetzt auch, dass ich noch nicht auf der Map sein kann, weil ich zu low war. Und jetzt habe ich mit Double Honey Fruit, Bart-Dingen, so ein bisschen Lifestyle, bin ich Full HP. Und dann kann ich ihn vielleicht hier abholen, weil er denkt, ich musste basen. Aber es ist schwer ihn zu killen, wenn er ein bisschen dasht hier. Prime für den objektiv besten Top-Lane Tolkien Lowe. Not bad. Vielleicht nicht ganz aus, um ihn zu killen, aber, you know. Ich hab echt die Einwände ignoriert. Lol. Nicht worth, hier weiter zu fighten. Lasst Ezreal kurz Progress machen, die Jungen können Botlane kommen. Doppelpunkt 3. Sie hat geflasht, wir haben geflasht. Der wird beschwört sich seine Scheißviecher und kriegt damit Reset. Auf Empowered Passive. Empowered Form Passive, man. Noch ein Hit und ich hab nice Empowered Spell. Drake in einer Minute. Ja, eigentlich gehen wir hier Mercs und eigentlich hätten wir auch schon ein bisschen früher im R gehen können. Na egal, wir gehen jetzt auf jeden Fall Mercs. Und wir gehen jetzt noch Sturk's Gage. Und dann Gargoyles danach. Ezreal top, I guess. Er will gegen Yone. Ich gruppe, ich bin halt fucking okay. Er kitzelt mich mit seinem Schwert. Minuten. Oh. Mein wundervoller Rap-Buff. Aha. But why would he do this? Ah, ich bin OP. Ja, wer wurde Herr Weiss an Raptoren gestorben? Oder was? Power? Oh. War das, glaube ich, der hier? Oh, Joke, Portal. Maybe kann mal rauskommen, aber er ist alleine gegen 4. Je nach Base und nach Base, die mein Item fertig. Nice. Sehr, 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 sehr nice.
Das sieht noch nach einem nicen Flank aus hier. Du wirst nicht hinkommen. Du wirst nicht hinkommen. That's what I'm saying. Und wie der Ezreal konstant den Yone matchen will. Weil der Yone weak ist oder wie. Aber irgendwann wird der Yone ihn schon killen können. Weil er 0-5 ist. Wir hätten Ashen sollen da. Ich hab noch geultet. Machen jetzt wieder nichts, ne? Mission beantwortet, zwei Kills aufgegabelt. Naja, wir warten auf Seele. Und irgendwann wird das schon. Aber wenn es Fehler passieren, können wir verlieren. Den Turm werde ich auf jeden Fall hitten. Da wurde meine E gecancelt von ihm. Was für Platt ist, I guess? Und da ist der FF. GG. Ja, mit dem Champion sind wir sehr hoch geclimbed. Und es ist auch geil für LP und so, aber es ist halt einfach nicht so fun. Also es ist ein seltenes Renekton-Game. Wir waren sehr, sehr OP. Auch dann guter Ganks mit Belveth, aber auch einfach, weil Renekton halt gegen Yone OP ist, of course. Der Champion mit vor allem mit WMAX, weil es halt kaum jemand spielt, überrascht Leute einfach die gesamte Zeit. Well played an Belveth, well played an mich, well played an unsere Boys im Team. War ein guter Win. War ein guter, guter Win. Not bad at all.